Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Kollegin Nastic, wenn man Ihren Antrag der Fraktion Die Linke liest und auch heute übrigens die Rede zum Soli verfolgt, dann kann man nur hoffen, dass Sie niemals die politische Führung in diesem Land übernehmen. Sie vergleichen in diesem Antrag Deutschland mit einem Entwicklungsland und unterstellen, dass die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte bei uns nur unzureichend geschützt sind. Sie suggerieren, dass die Menschenrechte nicht eingehalten werden und zeichnen ein ganz düsteres Bild über Deutschland. Was wollen Sie damit erreichen? Wollen Sie noch mehr Frust in der Politik? Wollen Sie noch mehr Schwächung der Demokratie? Was Sie schaffen durch dieses Schlechtmachen ist, dass Sie links und rechts stärken und hinten schließt sich der Kreis und alle singen wieder die Internationale, meine Kolleginnen und Kollegen. Das ist das Ziel. Sie werden es nicht schaffen und wir werden es auch nicht zulassen, dass Sie unser Land schlecht reden. Wir werden es nicht zulassen, dass Sie uns vorwerfen, wir würden uns nicht um die Menschen in unserem Land kümmern. Das Gegenteil ist der Fall. Der 6. Staatenbericht zur Umsetzung des Sozialpakts der Vereinten Nationen unterstreicht gerade für Deutschland, dass wir einen hohen Implementierungsgrad erreicht haben. Sie übertreiben maßlos mit Ihrem Antrag. Und Ihr Grundfehler, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, ist, dass Sie immer nur fragen, was kann der Bürger vom Staat erwarten, anstatt zu beleuchten, welche Chancen in unserem Land sind, welche Chancen der Einzelne in unserem Staat hat. Unsere Bürgerinnen und Bürger haben nach den schrecklichen Ereignissen des Zweiten Weltkrieges, ohne zu fragen, was sie bekommen vom Staat, angepackt und unser Land aufgebaut, mit Fleiß, mit Liebe, mit Zuversicht, mit Mut und mit der politisch klugen Ausrichtung der sozialen Marktwirtschaft nach Ludwig Erhard. Und dieses System der sozialen Marktwirtschaft findet auch heute noch breite Zustimmung, übrigens auch im Staatsvertrag 1990 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR, nachdem Ihr Konzept der Planwirtschaft kläglich gescheitert ist und in der DDR, da darf man dann nach fast 30 Jahren der deutschen Einheit auch erinnern, in der DDR war mit diesem System keine Teilhabe an kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Menschenrechten und anderen Menschenrechten gegeben. Dieses System ist gescheitert, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und die soziale Marktwirtschaft ermöglicht eben Teilhabe. Gesamtgesellschaft, jeder, der Leistung bringt, kann von dieser Leistung auch leben. Und jeder, der das nicht eben schafft, wird durch die soziale Marktwirtschaft auch aufgefangen. Und er bekommt auch das Existenzminimum. Soziale Marktwirtschaft schafft eben Menschenrechte, schafft politische Teilhabe, schafft kulturelle, wirtschaftliche und soziale Teilhabe in unserem Land. Und gerade in den letzten Jahren des wirtschaftlichen Aufschwungs konnten wir viel erreichen. Nahezu Vollbeschäftigung, wirtschaftliche Stabilität, Reduzierung der Staatsverschuldung, Verminderung der Armut und viele, viele Dinge mehr. Und ich darf aus dem Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung 2017-2018 zitieren: 10 Jahre nach Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise steht Deutschland heute, insbesondere auch im internationalen Vergleich, sehr solide da. Kontinuierliches Wirtschaftswachstum, die höchste Beschäftigtenzahl, die niedrigste Arbeitslosigkeit seit der deutschen Einheit sowie steigende Reallöhne, zuletzt vor allem für Geringverdienende, sind ein weiterer Ausdruck dieser ökonomischen Stabilität. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Realität in unserem Land. Und das verdanken wir vielen fleißigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und das verdanken wir auch vielen innovativen und mutigen Unternehmerinnen und Unternehmern. Sie stellen Leute ein, sie übernehmen Verantwortung in unserem Land. Und der deutsche Mittelstand und die deutsche Industrie sind das Rückgrat unseres Landes. Und wir lassen das in unserem Land nicht schlechtreden und gar nicht von Ihnen. Und wenn Sie in Ihrem Antrag schreiben, und vielleicht ergänzen wir das durch Ihr Wahlprogramm, dann würden Sie mit der Umsetzung die soziale Marktwirtschaft in unserem Land zerstören. Sie fordern deutsche Staatsbürgerschaft für alle, Überführen der Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz in das allgemeine System der sozialen Sicherung. Sie fordern Abschaffung des Hartz-IV-Systems ohne Ersatz oder ein Ersatz, ein sanktionsfreies Mindesteinkommen. Sie fordern einen Spitzensteuersatz von 75% in Ihrem Wahlprogramm, von 75% plus Solidaritätszuschlag plus Kirchensteuer. Und Sie fordern die Wiedereinführung der Vermögensteuer, die Sie Reichensteuer nennen. Wenn Sie diese Politik in unserem Land machen, wenn Sie diese Politik in unserem Land durchsetzen würden, wären wir in kurzer Zeit am Ende. Und das werden wir nicht zulassen. Wir wollen kein System der Planwirtschaft.
Wir wollen keine Umverteilung in unserem Land. Wir wollen soziale Marktwirtschaft ganz nach Ludwig Erhard. Dann ist nämlich auch gewährleistet, dass wir Menschenrechte in unserem Land einhalten können und dass jeder soziale, wirtschaftliche und kulturelle Teilhabe hat. Herzlichen Dank. So, jetzt kommt der letzte Redner in dieser Debatte, und das ist Bernd Rützel von der SPD.